planlos, aber ich habe euch alle geschlagen. Du beleidigst die Natur dieses Tornais. Drachen, schaff diesen Abschaum fort. Ich bitte euch, haltet eure Männer zurück. Dieser Krieger hat eure besten Kämpfer besiegt. Ist das nicht der Zweck dieses Tornais? Eure Gegenwart ehrt uns, Wächter. Aber hier geht es nicht nur um euch. In dieser Arena gelten Gesetze, die vor 1000 Jahren erlassen wurden. Dieser Mann ist kein Krieger. Er ist kastenlos, von den Ahnen verstoßen. Jeder seiner Schritte besudelt den Stein. Für ihn ist hier kein Platz. Es sei denn als euer Champion. Was wird jetzt passieren? Wird Venom verhaftet oder gar geehrt? Finden wir es heraus. Ja, Leute, ich bedanke mich erstmal, dass ihr zuschaut. Das ist echt sehr lieb von euch. Bist du wach? Psst, hörst du mich? Wie blöd kann man eigentlich sein? Musstest du denn unbedingt so ein Fass aufmachen? Leske, was ist passiert? Wo bist du, Leske? Ich hoffe, ich habe ein paar von denen mitgenommen. Oh ja, das hast du. Und denk nicht, sie hätten sich nicht bei mir dafür bedankt. Eine der Wachen hat mich erkannt und vermutet, dass ich zu dir gehöre. Die haben mich 3 Kerzen lang verhört. Wollten wissen, wer uns beauftragt hat. Ich schätze, sie wussten alles. Du weißt schon, über Berat. Berat hat gesagt, er holt sich Rika, wenn wir geschnappt werden. Wir müssen hier raus. Denkst du, das weiß ich nicht? Rika ist nicht die Einzige, die in Gefahr ist. Sie könnten uns töten. Aber diese Zellen sind in die Wände gehauen und sie haben mir alle meine Dietriche abgenommen. Wie sieht's auf deiner Seite aus? Siehst du irgendwas? Gut, seid ihr endlich wach. Berat wird begeistert sein. Ihr kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns? Pass auf, was du sagst, Markling. Immerhin könnte jedes Wort dein letztes sein. Das ist Javia, du Hornochse. Reite uns nicht noch tiefer rein, indem du Berats rechte Hand beleidigst. Ihr habt heute viel Ärger gemacht. Berat hat 100 Sovereigns an Lord Volney verloren. Das ganze Tornei wurde für ungültig erklärt und die Versammlung hat eine Untersuchung angeordnet. Du ahnst ja nicht, welche Laune Berat hatte, als er mir befahl, euch zu holen. Warum seid ihr hier? Wo sind die Wachen? Ihr seid nicht mehr in ihrem Gewahrsam. Hat mich verdammt viel Zeit und Geld gekostet, um die richtigen Leute zu schmieren und euch freizukaufen. Seit diesem Tornei sind so ziemlich alle Wachen davon überzeugt, dass ihnen die Ahnen ein Denkmal setzen, wenn sie euch den Kopf abschlagen. Aber sie wissen, wer die Peitsche führt. Als Berat eure Auslieferung verlangte, war ihnen klar, wer euer Leben beenden wird. Ich habe keine Angst. Wir haben nur seine Befehle befolgt. Ihr habt riskiert, ihn vor der gesamten Kriegerkaste bloßzustellen. Jetzt stellen sie Fragen. Und solange ihr Zungen habt, um sie zu beantworten, seid ihr eine Gefahr. Genießt eure letzte gemeinsame Nacht, Jungs. Berat wird schon bald dafür sorgen, dass ihr den Mund haltet. Scheiße. Wir haben ein ganz großes Problem, Leute. Wir müssen hier raus. Hey, hör auf mit dem Krach, davon kriege ich Kopfschmerzen. Ihr habt vermutlich nicht vor, mich rauszulassen, oder? Oh, das kann ich nicht.
Ich darf nicht mit dir reden. Frau Javier hat gesagt, ich soll hier warten, bis der Meister zurückkommt. Sein Kopf ging nicht. Sein Kopf gegen die Gitterstäbe ran. Sie... Hey! Was? Oh, wir sind aufgestiegen. Wir brauchen mehr Stärke und mehr Gesundheit. Als Krieger könnten wir natürlich eine zweite Attacke gebrauchen. In diesem Modus greift der Charakter mit beiden Waffen gleichzeitig an. Die Angriffe verursachen zwar mehr Schaden, aber es kommt nicht zu regulären kritischen Treffern oder hinterhältigen Angriffen. Regulärer Schaden hört sich schon gut genug an. Seid ihr hier? Wir nehmen erstmal alles. Und haben jetzt auch eine Waffe. Und kommen hier raus. Jetzt befreien wir unseren Freund. Wenn wir unseren Hals retten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass niemand mehr Rat erzählt, was wir getan haben. Und was machen wir als nächstes? Die Kiste, komplizierter Besitz. Wir nehmen natürlich alles. Rüsten. Einen Dolch aus. Eine Axt aus. Lederhandschuhe rüsten wir natürlich auch aus. Stiefel auch. Und eine Kutte. Lederrüstung. Und unser Freund bekommt natürlich auch eine Axt. Und einen Dolch. Er bekommt keine Axt. Dafür einen zweiten Dolch. Dafür bekommen wir eine zweite Axt. Bekommen wir doch nicht, weil das irgendwie nicht klappt. Bekommt er doch eine Axt. Hast Glück gehabt, mein Freund. Und natürlich Lederrüstung und so weiter und so fort. Warum haben wir keine Lederrüstung an? Das wird jetzt geändert. Zusammenpassende Ausrüstung bringt einen Gegenstand Bonus. Wir haben 6 Rüstung, 49 Verteidigung, 67 Angriff und machen wir mit der Haupthand 11,7 Schaden und mit der Nebenhand 8 Schaden. Gut, dann geht's jetzt los. Wir müssen hier raus. Ganz schnell. Ein Höhlenverlies. Interessant. Das ist ja wie das Zuhause. Eine Tür, durch die wir nicht kommen. Ist das etwa die Kammer des Schreckens? Wir werden sehen. Wo sind wir hier? Was ist hier? Warum sind wir hier? Das wissen wir. Aber wissen es die anderen auch. Das sind Gegner. Das sind ziemlich viele Gegner. 2 Stück in der Zahl. 3. Verstohlenheitsmodus gehen und hier hinlaufen. Ihn hier angreifen im Verstohlenheitsmodus. Wir als Krieger gehen natürlich oben dran. Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Sehen wir mal, was wir zu bieten haben. Oh, Scheiße. Komm schon und hol's. Ja. Mein Problem. Aber selbstverständlich. Viele Gegner. Werden wir das schaffen. Neske kann kein Gift herstellen. Muss sich um ihn hier kümmern. In Verstohlenheitsmodus. Oh nein, Neske ist tot. Wir haben ein Problem. Es artet alles aus. Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Oh, ja. Ich muss da halt einputzen.
und nochmal. Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Der nächste. Der letzte. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen. Oh nein, wir müssen flüchten. Die Tür hinter uns wird natürlich zugemacht. Oh Mist. Wir haben ein ganz schönes Problem. Haben wir denn noch irgendwas, um uns zu heilen? Oh nein, noch ein Schlag und wir sind erledigt. Was machen wir jetzt? Die Tür hier zu. Nein. Wir haben es tatsächlich geschafft. Bennett mit seiner übermächtigen Zwei-Waffen-Attacke hat sie alle erledigt. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Es war sehr knapp. Das sah sehr düster für uns aus. Doch. Letztendlich hat es Bennett mal wieder geschafft. Viel Glück. Ich sehe gerade, dass Leska ein Schurk ist. Deshalb bekommt er keine Axt, sondern einen zweiten Dolch. Denn Dolche sind die Waffen der Schurken. Natürlich looten wir jetzt erstmal unsere Gegner. Ich bin verwundet! Jemand muss etwas unternehmen! Ein Eisenhammer. Den nehmen wir natürlich auch mit. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit. Und sehen, dass da ein schönes Schwert bei ist. Dieses Langschwert rüsten wir natürlich aus. Und öffnen die nächste Truhe, wo ein Schild und ein Bogen drin sind. Ob wir diese gebrauchen können, das weiß ich nicht. Steinsalbe erhöht die Rüstung und körperliche Widerstandskraft des Anwenders, reduziert jedoch seine Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Das könnte nützlich sein, wenn wir nicht flüchten wollen, sondern kämpfen. Und da sind weitere zwei Gegner, die wir erledigen müssen. Er wird natürlich im Verstohlenheitsmodus. Ich kümmere mich darum. Einen unfairen Kampf mit einer der Gauner anzetteln. Los, koch dein Leben aus! Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist fertig. Zeig keine Gnade! Gauner! Ich liebe deine Verzweiflung! Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr nicht länger im Nacken sitzen müsst? Wir haben es geschafft. Und einen Streitkolben bekommen. Haupthand. Wir können das nicht in die Haupthand packen. Dort haben wir nämlich schon ein Schwert. Oh, und ein Rundumschlag-Ding. Zwei Fässer. Da ist ein Kurzbogen. Und noch ein Kurzbogen drin. Sollten wir einen Bogenkämpfer haben, kann er direkt mit 5 Pfeilen schießen. Schrotflintenmodus nennt man sowas. Bei uns Zwerg. Doch was kommt jetzt? Diese dreckige Höhle. Berats Versteck. Nächste Gauner der Erste. Irgendwas ist explodiert. Das sieht nicht gut aus für uns. Sie sind uns nicht gewachsen. Ich werde keine Gnade zeigen. Aber selbstverständlich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Können wir das schaffen?
Da wollte ich schon meinen eigenen Verbündeten in Eifer des Gefechts angreifen. Wir halten Geld um. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Und wieder ein Heil-Item. Und noch ein Heil-Item. Das kann sehr bedeutsam für uns sein. Lederstiefel. Und eine zwergische Kriegsaxt. Können wir diese zwergische Kriegsaxt... Nein. Wir können gar nichts in die Nebenhand ausrüsten. Das ist schlecht. Zeigen, dass unsere Schwester nicht sein Eigentum ist. Es muss einfach sein. Für unsere Ehre. Und Eisenhandschuhe. Die nehmen wir natürlich mit, um sie auszurüsten. Weiter geht's. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Schwerer Kampf. Es ist hart. Werden wir es schaffen? Natürlich schaffen wir es, dass sie es wennen. Aber wennen muss jetzt erstmal eine Auszeit nehmen und sich ausruhen von den Strapazen. Schon gut, schon gut. Nachdem er alles aufgenommen hat. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Und somit sage ich, bis zur nächsten Folge von Dragon Age Origins. Und Leute, bleibt dran, lasst mir Feedback da. Ein Kommentar wäre sehr erwünscht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Venom Let's Play, aka Venom 1306. Bis dann, sagt auch unser Held.